Hallo Freunde der abgeschlossenen Gelbsucht, hier ist wieder euer Mario und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier in meinem abgeschlossenen Springfield. Ja, das Casino-Update ist abgeschlossen, wie man sehen kann, auch für mich mittlerweile. Alles wieder normal, alles wieder grün, Homer flüchtet wieder schreiend in Panik vor mir, vor meinem Himmelsfinger, der ihn zerquetschen will mit dem Fingerspitze, mit der Fingerspitze auf seinen dicken gelben Kopf. Nein, ich würde Homer nie was tun. Mein Homie-Baby würde ich nie was machen. Im Leben nicht. Ich liebe meinen Homie-Baby. Baby. Keine Tagesherausforderung für mich. Aktuell. Das wird sich ändern. Noch ein bisschen Kohle machen. Einmal Hurenrennen. Nicht vergessen, vorletzte. Ich muss sagen, mit der vorletzten gewinne ich in letzter Zeit sehr, sehr oft. Also das lohnt sich wirklich. Im Vergleich zur letzten, wo man zwar fünfmal so viel gewinnen kann, aber ich hier schon wieder. Hab schon wieder 40.000 gewonnen. Also ich gewinne definitiv weitaus öfter als fünfmal so viel, wie als ich noch gewonnen habe, als ich die letzte genommen habe. Das klang jetzt ein bisschen komisch, aber quasi soll das so viel, das heißt quasi so viel wie vom Prinzip her, gewinne ich mit der vorletzten im gleichen Zeitraum mehr Geld, als ich mit der letzten gewonnen habe. Hier, nicht so viele Häuser anschmieren. Das ist doch, das sieht doch scheiße aus. Sowas macht man nicht. Das ist unhöflich. Der Himmel wartet dich, Teil 2. Habe ich beendet. Ja, so kann man das machen. Hier einfach kleine braune Häuser anklicken. Dann sieht mein Springfield nicht so kacke aus. So voll geschmiert und voll gesprüht. Gespritzt, wollte ich schon sagen. Aber dann kriege ich wieder die komische Lache von euch. Ich weiß es ganz genau. Das Casino-Update ist zwar vorbei, aber ich wollte die Möglichkeit mal nutzen, euch mal Danke zu sagen. Danke dafür, dass ihr meine Casino-Videos so durchgängig quasi gesehen habt. Ich habe so viele positive Rückmeldungen bekommen, so viele Kommentare, so viele Daumen nach oben und quasi eigentlich gar keinen Daumen nach unten. Danke dafür, finde ich echt gut. So macht das Spaß. Das hat mir vorher natürlich auch schon Spaß gemacht, aber wenn man so eine Rückmeldung, so positive Rückmeldung bekommt, das ist natürlich klasse. Danke euch allen für alle die netten Kommentare, für all die netten Fragen, für die Anfragen. Euch in meiner Nachbarschaft aufzunehmen, dafür, dass ihr auch so aktiv seid dann in meiner Nachbarschaft. Ich sehe ja, ich habe ständig hier, seht ihr ja selbst, 1000 Hände und Graffitis an meinen Häusern. Finde ich gut. Gefällt mir wirklich gut. Vielen, vielen Dank dafür. Entschuldigen Sie, Mr. Van Outen. Ich weiß, dass Sie nicht gut auf Ihre Frau zu sprechen sind. Aber ich bin ein Engel, der gesandt wurde, um Sie und Luann wieder zusammenzubringen. Ich zeige Ihnen eine Vision, wie Ihr trauriges Leben aussehen würde, wenn Sie sie nie getroffen hätten. Ich wäre sofort dabei, aber Luann... Keine Sorge, mein Engelskollege Gebbo wendet gerade seine Kräfte bei Luann an. Also Luann, Kirk scheint echt in Ordnung zu sein. Ah, Hilfe! Diese gruselige kleine Puppe spricht! Wo ist mein Elektroschocker? Wo ist mein Elektroschocker? Lass Gebbo einen Elektroschock bekommen. 60 Minuten lang geschockt werden. Du arme kleine Puppe. Nicht nur, dass dir ständig jemand die Hand hinten reinsteckt, jetzt wirst du auch noch geelektroschockt. Wie gemein. Oh, bin ja mal gespannt. Theoretisch müsste ich ja heute dieses Mal, diese Runde hier, mein Möchtegern-Update-Level-Up quasi bekommen. Aber erstmal... Spiele Sideshow You in Krusty Land. Na klar. Vielleicht habe ich ja Glück und ich gewinne sogar noch ein paar Donuts. Da kann man ja schließlich Donuts gewinnen. Das ist doch dieses Luftballon-Pop-Platz-Last-Spiel, oder? Ja, genau. 1, 2, 3. Naja. Auch nicht wirklich. Aber ich habe eine Tagesherausforderung und dafür kriege ich 1000. Ich bin reich. Schon wieder. Wenn ich eh schon hier bin, kann ich auch mal direkt hier mein Krusty Land abklicken. Ja, blöd, dass hier das Finanzamt scheinbar nicht... Der Arm des Finanzamts reicht nicht bis hierhin. Ist nicht lang genug, der Arm des Gesetzes, quasi. Gut zu wissen. Ist also eine graue Zone hier, eine demilitarisierte Zone, in der quasi jeder machen kann, was er will. Ich hoffe nicht. Ich will in meinem Springfield keine solche Zone haben. Mein Springfield soll sauber und rein sein, nicht grau und schwarz. Und dreckig und hinterhältig. Nein, geile Steuerhinterziehung und so ein Scheiß. Das war's. Nee, hier ist nochmal Krusty Land. Der dicke, fette Kopf von Krusty. Gehen wir mal nach Hause.
und schauen mal, was mich da so erwartet. Abgesehen von meinem Update. Ich will das Update nicht update. Level up, level up, level up, level up, level up, level up, level up. Ziel erfüllt. Der Himmel kann nicht teilen, wartet nicht. Ach so. Elektroschocking. Mein armer Gebbo. Er ist Elektroschock, Schock, Schock, Schock. Schwere Not. Schauen wir mal. Meine Mission als Engel war erfolgreich, Gebbo. Kirk ist wieder einmal mit seiner Frau geschlagen. Ich nehme an, du warst genauso erfolgreich bei Luann. Nein, Crandall war ich nicht. Luann hat mich sogar mit Elektroschocks malträtiert. Aber unsere nächste Aufgabe steht bevor. Dr. Hibbert fummelt an seiner Krankenschwester herum. Ich sag da nichts zu. Hey, ich war mal ein Engel. Jetzt bin ich ein verkohltes Stück Holz, das von einer Hand im Hintern bedient wird. Ja, das ist mir vorhin auch schon aufgefallen. Dr. Hibberts bescheuerte Krankenschwester interessiert mich einen Dreck. Lass Gebbo lästern. Du bist ganz schön frech dafür, dass du einfach nur so ein bisschen verkohlt worden bist. 8 Stunden lästern. Das ist auch nicht okay. Wo sind wir denn hier? 195.000. Eigentlich müsste ich es schaffen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, auf wie viel ich die Leute geschickt habe. Oh, mein Baum. Der Baum ist wichtig. Der ist fichtig. Ist zwar keine Fichte, sondern ein Mammutbaum, aber im Endeffekt kommt das quasi aus gleich raus. Ich habe immer noch nicht umgebaut. Ich müsste mir echt mal die Zeit nehmen und umbauen. Offscreen natürlich nur. Was ich eigentlich sagen wollte, ich weiß gar nicht, auf welche Jobs ich sie geschickt habe, meine ganzen Springfielder. Ich glaube, ich habe sie gestern Abend sogar auf 12 Stunden, auf einen 12-Stunden-Job geschickt. Aber ich bin mir, wie gesagt, nicht ganz sicher. Deswegen weiß ich nicht, wie viel Erfahrung ich bekommen werde. Aber ich gehe einfach mal schwerstens davon aus, dass es reicht, um mein Level-Up zu bekommen, beziehungsweise mein Pseudo, mein Möchtegern-Level-Up. Ist ja kein echtes Level-Up. Es geht ja nicht weiter im Moment. Es wundert mich sowieso so ein bisschen. Diese Level 59 gibt es jetzt schon ganz schön lange. Ja, immer vorletzte. Schön vorletzte. Ich gewinne damit ziemlich oft in letzter Zeit, habe ich festgestellt. Von daher lohnt sich das aktuell. Na, sprich mit mir. Oh, Mist, habe ich jetzt gewonnen oder verloren? Eigentlich wollte ich gerade Nessie anklicken. So ein Cheat. Hey, wir haben meine Schule angeschmiert. Von Ulig, so. Ja, du hast mir schon geschrieben in den Kommentaren, du hast Angst gehabt, ich hätte dich vergessen. Oder? Warst du das? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall hattest du mir geschrieben, du bist leider... Aktuell stehst du als Letzter auf der Liste. Was keinerlei Wertung entspricht, sondern es ist halt einfach... Ich gehe halt logischerweise der Reihe nach. So wie die Anfragen reinkommen, so schreibe ich die Namen dann oder... Ja, die Namen dann auf die Liste. Und dementsprechend bist du aktuell... Oh! Ja, eigentlich, also die Polizeistation, die darf noch ruhig anschmieren, finde ich, ne? Auch wenn es Schweinerei ist. Jetzt wird es aber langsam eng hier mit dieses Mal noch das Pseudo-Level abkriegen. Es sind nur noch 2000 übrig. Das bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Vorhin war ich mir vollkommen sicher, dass ich dieses Level up auf jeden Fall noch bekommen werde. Vor allem will ich ja auch gucken, ob das irgendwas hatte ich in Erinnerung, waren nur 50.000. Es kommt ja dann auch wieder dieser Bildschirm mit den drei Auswahlmöglichkeiten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendwas... Es gibt ja drei. Es gibt einmal jetzt Maggie, wo dieses Fenster auftaucht mit den Auswahlmöglichkeiten. Dann gab es während dem Update, gibt ja eigentlich bei jedem Update, wenn man quasi einen Akt beendet hat... dann kann man die Eventwährung noch weiter sammeln. Ich habe eben noch nach den Casino-Freakos hier gesucht, die dann immer hier langgeschlichen sind und man hat nur so den Kopf so ganz langsam hier langlaufen sehen. Aber das Casino-Update ist ja vorbei. Man konnte ja dann immer noch die Eventwährung noch weiter sammeln. In der Regel dann braucht man dann 8500. Zumindest war es jetzt beim Casino-Update so gewesen, wenn man einen Akt abgeschlossen hat. Wenn man die 8500 dann gesammelt hatte, kam ja auch dieses Fenster, dieses Auswahl, mit der drei Auswahlmöglichkeiten. Maggie,
das Event-Fenster und das Pseudo-Level-Up-Fenster. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass bei einem von diesen dreien die zusätzlichen Auswahl, also wenn man das falsche Fenster angeklickt hat oder sich mit einem oder zwei Donuts nicht zufrieden geben möchte, dann kann man ja noch ein neues Fenster auswählen, kostet dann aber Dollar. 150.000 normalerweise. Also zumindest bei Maggie und bei dem Event. Bei der Event-Währung. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich irgendwo gesehen habe, dass es nur 50.000 gekostet hat. Das muss ja dann eigentlich... Hier, das ist doch echt jetzt gemein, oder? Das sind gar nicht 199.000. Das sind 1,9 Millionen. Das sind 980.000 und ich brauche noch 17.000. Okay, das dauert dann doch noch einen kleinen Moment länger. Ja, dann... ich würde euch das auf jeden Fall gerne noch zeigen. Also ich denke, ich werde das dann sehr wahrscheinlich nicht mehr Casino-Update nennen oder sonst wie. Vielleicht einfach nur, das ist einfach nur irgendwie eine Springfield-Folge. Ich muss mal gucken. Ich muss überhaupt mal gucken, wie ich das jetzt ohne das Casino-Update mache. Ich würde ja gerne, würde ja schon gerne weiter Videos machen, aber ich habe halt so ein bisschen Angst, dass das normale Springfield halt nicht genug Inhalt bietet einfach, um damit anständig Videos zu füllen. Also täglich, upsa, täglich mit großer Wahrscheinlichkeit sowieso nicht. Aber auch wenn ich damit ein paar Tage, wenn ich immer ein paar Tage so sammle, also die Gespräche zum Beispiel, also die Quests, die dann aufpoppen, im Moment habe ich ja sowieso nur Gabbo. Und wenn Gabbo zu Ende ist, dann geht es wieder weiter mit den Standard-Quests, die, keine Ahnung, die man halt so kennt, die jeder normale, die man auch so machen kann. Hier, Apu zum Beispiel, 8 Stunden Quickie-Markt-Schicht ist dann der Auftrag. Da gibt es weder einen Text dazu, den ich vorlesen könnte. Das macht mir ja auch ein bisschen Spaß, auch wenn ich nicht wirklich gut darin bin. Das interessiert mich aber nicht. Ich hoffe, das interessiert euch auch nicht. Das macht mir halt einfach Spaß. Und deswegen mache ich das auch so gerne. Ha! Hab ich einen vergessen. Ich bin mein Haus angeschmiert. Oder du bist frisch dazugekommen. Nee, dann hätte ich eine Benachrichtigung bekommen. Ja, und deswegen habe ich halt so ein bisschen, weil das ja dann alles fehlt, habe ich halt so ein bisschen Angst, dass ich nicht genug Inhalt zusammenbekomme. Um damit die Videos anständig zu füllen. Du bist eine ganz süße Nessie. Du bist die süßeste Nessie überhaupt. In keinem Springfield läuft eine Nessie rum, die noch viel süßer ist als meine. Meine Nessie ist die aller süßeste. Gut, dann würde ich sagen, war's das von mir für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Schreibt mir was in die Kommentare. Nicht nur euren EA-Nick. Ihr dürft natürlich gerne schreiben, was ihr wollt. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Vorschläge habt. Wenn ihr, keine Ahnung, mir eure Meinung mitteilen wollt. Wenn ihr mir sagen wollt, was für Videos ich machen soll oder was für Spiele. Ihr könnt mir Spiele vorschlagen, die ich vielleicht noch spielen sollte, könnte. Irgendjemand hat letztens schon Clash of Clans vorgeschlagen. Das spiele ich ja eigentlich schon, aber ich mache da noch nicht so wirklich Videos. Clash Royale kommt weiterhin. Ja, mal schauen. Ich freue mich über jeden Kommentar, den ihr mir hinterlasst. Ich freue mich auch über jedes Däumchen, auch wenn der Daumen nach unten geht, ist das immerhin auch eine Meinung, die kundgetan wurde und zeigt mir, dass irgendjemandem das, was ich gemacht habe, nicht gefallen hat. Hilft mir schließlich auch weiter. Von daher würde es mich freuen, wenn ihr so weitermacht, wenn ihr mir weiterhin gewogen bleibt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Habt viel Spaß da draußen. Wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Videos. Ciao.